Liebe Freundinnen und liebe Freunde, ich wünsche euch einen wundervollen und besinnlichen dritten Advent und möchte auch heute wieder an diesem besonderen Tage eine kleine Kostprobe aus meinem Weihnachtsbuch vorlesen. Victoria rettet das Weihnachtsfest. Ich habe euch ja schon am zweiten Advent und vor dem ersten Advent ein bisschen daraus vorgelesen und habe ja auch schon viele neugierig gemacht, die mittlerweile auch das Buch gekauft haben. Und heute möchte ich aus einer, wie ich finde, bezaubernden Geschichte vorlesen, die heißt Der vergessene Wunsch. Das spielt in einer etwas überirdischen Abteilung, nämlich im Himmel, wo hoffentlich auch zurzeit kein Lockdown herrscht und auch keiner stattfinden wird. Aber das überlasse ich dann eurer Fantasie. Wie gesagt, ich möchte jetzt eine kleine Kostprobe aus dem vergessenen Wunsch vorlesen. Es war 6.30 Uhr und der Wecker schrillte so laut, als wolle er alle, aber auch wirklich alle, die jetzt noch schliefen, sofort und für immer aufwecken. Aber das kleine Wesen, das neben ihm im Bettchen schlief, dachte nicht daran, sich wecken zu lassen. Dafür war der Traum, den es gerade träumte, viel zu süß. Es war auch nicht irgendein träumendes kleines Wesen, dass sich jetzt noch einmal auf die andere Seite drehte und die Bettdecke weit über den Kopf zog. Es war das Christkind. Jetzt klopfte es auch noch laut an der Schlafzimmertür. Aufwachen, aufwachen, Christkind! Es ist schon spät, du hast noch viel zu tun, rief jemand, und das war kein geringerer als Petrus, der schon seit Stunden wach war, um die Engel für diesen Tag einzuteilen. Ach ja, murmelte das Christkind ganz verschlafen. Wieso? Was muss ich denn tun? Ich glaube, mein Heiligenstein stürzt ab, rief Petrus. Hast du etwa vergessen, was für ein Tag heute ist? Heute ist der 24. Dezember, heiliger Abend. Mit einem Mal war das Christkind hellwach, sprang wie von einem Kaktus gepiekt aus dem Bett und zog schnell seinen morgendlichen Sternenmantel an. Da hätte es doch beinahe vergessen, dass heute der eilige Abend war. Nicht auszudenken, wenn es den verschlafen hätte. Wie gut, dass es Petrus hatte. Es öffnete die Tür, fiel Petrus um den Hals und gab ihm einen dicken Kuss. Danke, lieber Petrus, aber ich war noch so müde. Das kommt davon, dass ich schon seit dem ersten Advent damit beschäftigt bin, die Wunschbriefe aller Menschen auf der ganzen Erde einzusammeln, zu lesen und, was das Wichtigste ist, alle Wünsche, die in Erfüllung gehen sollen, vorzubereiten und die Geschenke zu verpacken. Ich weiß, sagte Petrus verständnisvoll. Aber du hast auch heute noch alle Hände voll zu tun. Ich habe schon die Engel eingeteilt, denn es sind noch genau 1.237.902 Geschenke zu verpacken und... Jetzt musste Petrus in einem dicken Buch nachsehen, denn alles konnte er sich wegen seines hohen Alters nicht mehr merken. Und es sind noch genau 697 Wünsche zu erfüllen. Ganz davon zu schweigen, dass du ja noch alle Geschenke an die Menschen verteilen musst. Übrigens, der Weihnachtsmann steht schon mit seinem Rentierschlitten bereit. Alle Kufen wurden noch einmal gründlich von den Engeln der Abteilung für Technik überprüft und die Rentiere sind topfit. Nur, und da zögerte Petrus ein wenig, nur der Weihnachtsmann hat wieder mal Probleme mit seinen Knien. Ich habe ihn schon 100-mal gesagt, er soll ein bisschen abnehmen, denn mit seinen über 2000 Jahren ist er ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber er will einfach nicht auf mich hören. Naja, du kennst ihn ja, er ist halt ein Sturer. Beinahe
hätte Petrus ein nicht sehr höfliches Wort gebraucht, aber das gehörte sich nicht für einen heiligen Mann und so schwieg er lieber. Das Christkind hatte sich mittlerweile angezogen und studierte, nachdem Petrus zu den Engeln zurückgekehrt war, den Terminplan für diesen 24. Dezember. Also, bis 10 Uhr alle Geschenke einpacken und überprüfen, murmelte es leise vor sich hin. Bis 12 Uhr alle Wünsche bereitlegen, 12.30 Uhr Mittagsessen, dann eine Stunde ausruhen, 15 Uhr Abflug zur Erde und dann beginnt die Bescherung. Na gut, los geht's, sagte das Christkind laut, so als wolle es sich selbst anfeuern. Doch plötzlich kam ein kleiner blonder Engel angeflattert und wedelte aufgeregt mit etwas Weißem in der Hand hin und her. »Christkind! Christkind!« rief der Engel ganz außer Atem und mit heller Stimme. »Christkind, es ist etwas Schreckliches passiert! Etwas ganz Schreckliches!« Der kleine Engel war den Tränen nahe. Tja, ihr Lieben, soweit die kleine Kostprobe aus der Geschichte »Der vergessene Wunsch«. Ja, wer weiß, wie die Geschichte weitergeht. Das ist noch eine ganz spannende Angelegenheit. Vielleicht habe ich euch ein bisschen neugierig gemacht. Wenn ihr das wunderschöne Weihnachtsbuch haben wollt, könnt ihr das gerne bei mir bekommen. Es kostet 14,95 Euro. Wer hier in Saarbrücken lebt, kann es natürlich von mir persönlich bekommen, auch mit einer Widmung. Wer von weiter her kommt, dem müsste ich das dann auf dem Postwege zukommen lassen und dann berechne ich dann noch eine Pauschale für Porto und Verpackung von 3,95 Euro. Ja, wir leben ja doch in sehr schwierigen Zeiten. Heute wurde ja wieder verkündet, dass ab Mittwoch ein bundesweiter Lockdown gelten soll. Auch die Geschäfte müssen schließen. Viele haben jetzt vielleicht Probleme, auch noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk zu bekommen. Ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt alle bei Amazon einkaufen. Ich finde, Jeff Bezos ist schon reich genug und wir müssen ihn nicht noch ein paar Milliarden bescheren. Vielleicht ist das dann eine Alternative. Dann auch einen Künstler, einen musizierenden und schreibenden Künstler auf diesem Wege zu unterstützen. Und ich wünsche euch jetzt noch einmal einen wunderschönen, besinnlichen dritten Advent, vor allen Dingen Gesundheit. Und hoffe für euch alle, dass ihr über diese schwere Zeit kommt. Ich melde mich aber noch einmal gerne bei euch nächsten Sonntag am 4. Advent und dann gibt es dann nochmal eine neue Kostprobe. Das wird dann die letzte sein für alle, die das Buch interessiert und verbleibe mit vielen, vielen Grüßen. Bis bald, euer Markus. Tschüss.